Swallow Tail. Wir sind hier beim Flower Street Festival. Kurzes Statement zu eurem Gig. Wie war's? Ja, richtig geil. Spaßig. Wir hatten echt richtig Spaß auf der Bühne. Viele Menschen da, es war echt richtig voll. Ich konnte das Ende der Halle nicht sehen, aber es war vorne voll auf jeden Fall. Das war mega lustig und mega geil. Wir haben gut gespielt. Und auch der Sound war gut. Also. Gut, mal ganz kurz zu eurer Bandgeschichte. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie habt ihr zur Band letztendlich zusammengefunden? Angefangen. Wir beide fangen an, weil alle sind dazu getröpfelt. Ja. Am Anfang haben wir uns kennengelernt oder befreundet, besser gesagt, beim Isar Surfen bei uns in Kaff, in der Peripherie. Und möchtest du das näher ausführen? Nein. Nein, wollen wir nicht. Es ist weit weg und da ist unsere Schule und da haben wir uns dann halt beim Isar Surfen befreundet und dann auch da gleich mit Akustikgitarren die ersten Lieder geschrieben. Irgendwann war es noch folkiger und akustischer. Genau, da kam irgendwann ich dazu. Die meinten auf dem Gig von ihnen so eine Kleinigkeit, ja, sie bräuchten einen Drummer. Und ich als Drummer brauchte eine Band. Und dann 2 Tage später stand er vor der Tür. Dann hatten die mal ein Konzert, auch hier im Orange House, genau, Orange House. Ungefähr so 8 Monate. Ungefähr 8 Monate. Und ich war die Vorband, also mit meiner Band die Vorband von denen. Genau. Und das war da ganz lustig. Ich dachte spontan, hey, die ist heiß, die kann Bass spielen, die darf bei uns mitmachen. Genau. Nochmal so ein bisschen was für die Männer dann auch. Ob ich verkaufbar bin. Und also ich habe eigentlich eher so scherzhaft nach ihrer Nummer gefragt. Und dann meinte sie, ja klar, lass mal Bass spielen. Okay. Und dann hat sich das so entgeben und dann haben wir bei dem Endcontest mitgemacht. Genau. Und da habe ich dann aber nur ein Lied mitgespielt, also eher so zur Probe und einfach zum Spaß. Und irgendwie haben wir uns alle 4 ganz gut verstanden. Genau. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann jetzt sind wir beste Freunde und eine Band. Ja. Apropos Bandcontest, Emma Gänzer. Inwieweit entwickelt sich das denn bei euch jetzt noch weiter? Inwieweit hat sich das weitergebracht und was sind eure Pläne, wenn ihr schon so ein bisschen vorausgreifen könnt? Herbst jetzt, Record Release, Album? Also es ist, dieser Emergency Contest hat uns sehr viel weitergebracht auf jeden Fall. Wir hatten davor nie so riesen Gigs und auch nicht so volle Gigs, weil es einfach schwer ist, selbst Menschen zusammenzubringen. Allein die Erfahrung Muffertalle, wir sind ja dann weitergekommen zweimal. Und haben wir in der Muffertalle, Und das haben wir in der Muffertalle gespielt. Und allein die Erfahrung, mal in so einer großen Halle zu spielen, mit so vielen Leuten, mit der Vor Technik. 1500 ich glaube, so aufgeregt waren wir noch nie und haben es dann trotzdem ziemlich gerockt, glaube ich. Das war eine ziemlich gute Erfahrung. Und das bringt ja natürlich total weiter. Allein schon vom Aufregungslevel, dass man der Muffertalle fast so aufgeregt ist, dass man sich übergeben muss, weil sowas dann schlimme Zeit. Eigentlich fast kein Lampenfieber mehr hat, weil es halt einfach so. Ja. Aber man sagt ja immer so, immer Gänzer, Bandcontest, das ist doch scheiße mit dem Zeitdruck, Leistungsdruck, alles, das ist doch blöd für Aber das Bands. Bringt einen unglaublich Aber viel in weiter. Unserem Stadium hat uns das so viel geholfen, weil wir echt uns hingesetzt haben und geschaut haben, ja, wie können wir das Publikum mehr überzeugen, wie können wir bessere Lieder schreiben. Genau. Und es hat uns dann eben, ich glaube, ohne diesen Bandcontest, egal was dabei rausgekommen ist, aber ohne den würde es uns jetzt nicht so geben. Weil Und zukünftig würden wir sagen, Das sind so Erfahrungen, die auch so ein bisschen zusammenschweißen. Also wir haben uns auch dadurch einfach wahnsinnig gut kennengelernt. Auch in Stresssituationen weiß man manchmal auch nicht, wie andere Leute reagieren. Und das haben wir echt, haben uns Schweißt doch als Freunde zusammen. Ja, haben wir uns hier manche echt gut kotzen, kennengelernt. Manche müde. Genau, manche Haare werden gehalten. Genau, so. Naja. So ungefähr. Und zukünftig werden wir sagen, keine Bandcontests mehr, weil das war echt saustressig, vor allem mit Leute, die für einen Stimmen zu akquirieren, hey, komm doch her. Man macht sich Fans und Freunde kaputt dadurch. Ja, es ist ein Publikumskiller, sag mal so, weil man sagt, okay, müsst ihr unbedingt kommen. Nur 15 Euro, komm her. Und wenn dann die Leute sagen, okay, ich habe letzten Monat schon 13 Euro für euch gezahlt, diesen Monat nicht mehr, das ist verständlich. Aber junge Bands sollten es auf jeden Fall machen, weil es wirklich eine super Erfahrung ist. Empfehlen wir weiter, auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz zum Songschreiben, das hattest du vorhin auch noch so ein bisschen angesprochen. Was ist euch denn das Wichtigste, wenn ihr einen Song schreibt? Wer ist da so die treibende Kraft und wie findet ihr euch da so zusammen in der Musik? Die treibende Kraft gibt es eigentlich gar nicht. Es ist meistens, ich schreibe die Texte und habe dann schon so Ideen halt, wie das Lied am Ende ausschauen soll. Aber das ist halt, jeder hat seine Rolle und am Ende setzt man sich zusammen, ich bringe meine Idee hin und dann machen wir zu viert halt was Gutes raus. Ganz wichtig ist, dass beim Songschreiben dann jeder mit seinem Part zufrieden ist, weil keiner möchte irgendwas spielen, womit er sich nicht wohlfühlt. Genau. Und das steht eigentlich im Mittelpunkt. Im Grunde genommen dudelt jeder 2 Stunden lang vor sich hin, Zusammenhalt. Es hört sich grässlich an, auf einmal schreit irgendwer. Das hat gut geklungen. Das machst du nochmal, spiel das nochmal. Genau. Und so lang, und nach 2 Stunden auf einmal sagen wir, mal zusammenspielen, okay.
1, 2, 3, 4, los geht's. Klingt erstmal grottig, aber die Idee ist da. Manche würden sagen, das ist krass unstrukturiert, aber für uns passt das perfekt. Das genau. So eine Struktur ist auf jeden Fall drin. Es ist ein, also es ist erkennbar. Ein geordnetes Man Chaos. Weiß, genau. Chaos, genau. Ja. Wenn ihr euch jetzt selbst beschreiben möchtet oder wenn ihr überhaupt beschrieben werden wollt, wie würdet ihr denn gerne von euren Fans oder von den Fans, die es jetzt auch bald wieder mehr geben wird durch das Flower Street Festival wahrscheinlich, wie möchtet ihr denn wahrgenommen werden? Jung, dynamisch, gut aussehen, nein, Scherz. Nein, jung, dynamisch, auf jeden Fall, praktisch gut. Genau. Auf jeden Fall soll rüberkommen, dass wir unendlich viel Spaß an der Musik haben. Ja. Und dass es nicht verkrampft aussieht und natürlich, es ist immer wichtig, dass es authentisch und spaßig aussieht. Wir wollen keinen Ruhm, wir wollen kein Geld, wir machen einfach Musik. Das ist einfach, wenn's kommt, dann ist es nicht schlecht. Auch wenn's kommt, dann haben wir nichts dagegen. Aber wir werden noch von Mama gefüttert, also. Ja. Passt. Geld machen steht nicht. Hauptsache Spaß. Ja. Genau. Ja. Okay, super. Dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank für eure sehr ausführlichen Antworten und noch ganz, ganz viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. Dankeschön. Dankeschön.